Oh, Lena, es tut mir so leid, ich habe mich so verspätet, ey. Ich habe so verschlafen heute. Scheiße. Das ist ganz unnormal. Ja, nee, vor allem heute müssen wir uns ja auch richtig beeilen. Ja, ich weiß, deswegen los. Ja, ja, okay. Willkommen zu einer neuen Pescado-TV-Folge. Aber warum hast du denn eigentlich verschlafen, Mara? Ja, Lena, ey, wirklich gestern Abend, ich habe so lange noch eine Serie geschaut, aber das ist auch der perfekte Zeitpunkt, weil die Serie stelle ich euch jetzt mal als Film der Woche vor. Und zwar die Serie der Woche ist nämlich die Serie Monsters, die Geschichte von Lai und Eric Menendez. Vielleicht hat der eine oder andere schon davon gehört. Die Miniserie ist recht neu aktuell und die ist halt auf einer wahren Begebenheit aufgebaut mäßig. Und es geht halt da um zwei Brüder, die in einen Kriminalfall, sag ich mal, verwickelt sind. Ja, und ich finde den, also die Serie schaue ich ja aktuell und ich finde die auch richtig spannend. Vielleicht der eine oder andere, der auch mit so True Crime sich... Also, der das interessant findet, kann ja auch mal schauen. Aber ist auf jeden Fall nicht zu schwachen Nerven. Anouk hat uns ja letztens erzählt, dass sie Medizin studieren will. Ja. Aber warte mal, ihr wisst ja noch gar nicht, wer Anouk ist. Nee, und zwar haben wir ein bisschen Zuwachs gekriegt in unserem Pescado-Team. Und passend dazu ist dann auch der Hauptteil dieser Folge. Ja. Und zwar, unsere Neulinge stellen sich da ein bisschen vor, beziehungsweise wir haben die auch mal so ein bisschen verfolgt und geguckt, was die so machen. Hey. Hey. Leute, wollen wir eigentlich jetzt langsam los? Ich glaube, wir müssen alle in die Stadt, oder? Ja, ich habe noch Tosca-Dienst, aber wir okay. Ja. Boah, Leute, ist es so krass, dass wir früher immer hier einfach so ewig gewartet haben, bis wir Tosca konnten. Und jetzt können wir einfach ausruhen und arbeiten hinter der Theke. Man fühlt sich so besonders. Ach, ja. Ja, und vor allen Dingen einfach richtig die Seiten gewechselt. Ja. Es ist auch so cool, jetzt mal einer von den Großen zu sein. Ja, ja. Das stimmt. Also ich glaube, wir gehen jetzt alle in die Stadt, oder? Ja, ich, ja. Ich gehe dann gleich ins Tosca. Ah ja, okay. So viel Moment, jetzt noch frei. Ich glaube, gehen halt, ist so da hinten. Ah, okay. Ach man. Ja, aber es ist noch voll gut. Okay, ich muss zur Musik. Okay, ich muss auch zur Musik. Ey, geil. Ja, ich jetzt gehen. Ja. Okay, cool. Tschüss. Bye, Charlotte. Tschüss. Tschüss, viel Spaß. Bis morgen. Bis morgen. Hallo. Wie Richtung lauft ihr denn jetzt? Zur Musikschule, also da lang. Achso, ich laufe da lang. Ich muss nämlich jetzt gleich nach Gildenhall. Ah, okay, gut. Ja, okay, dann, tschüss. Bye. Wir sehen uns morgen. Tschüss, ja? Bis morgen. Und schick mir noch die Mathehausaufgaben. Na klar. Und fliegen los. Wir haben endlich mal Zeit. Sonst müssen wir immer so krass zum Bus sprinten, Josie. Ja. Es ist so crazy. Aber ich bin ganz froh. Also mein Musikunterricht fängt jetzt um, ich glaube, 15.30 Uhr an. Also wir haben noch gut Zeit. Ja? Mhm. Was spielst du denn nochmal? Idea 10, dein Lieblingslied so. Davon. Hä, wie cool. Ja, aber ich übe das jetzt auch schon so seit einem Monat oder so. Und dafür, dass ich seit 9 Jahren Klavier spiele, ist schon krass. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Und ich glaube jetzt das nächste ist auch vom selben Künstler, also Idea 22. Das wird cool. Das ist ja so cool. Ja, ich freue mich auch. Hast du denn noch so Auftritte und so? Ja, ich habe tatsächlich in 2 Monaten ein Vorspiel. Da spielen alle Schüler von Frau Lavinzmark, meiner Klavierlehrerin. Das ist echt cool. Ganz komm. Ich komm gerne. Aber wann fängt Tanzen eigentlich bei dir an? Boah, also heute ist es um 17.15 Uhr. Boah, krass. Ja, ich muss noch so lange warten. Also ich finde, ich freue mich heute schon richtig auf Tanzen, weil wir so, wir hatten ja letztes Jahr dieses Alice im Wunderland und so aufgeführt. Ja. Und jetzt üben wir noch die Tänze, weil am Samstag führen wir die denn vor. Wie cool! Wann? Ich möchte kommen. Ich glaube, wir sind ab 16 Uhr. Cool. Dann? Crazy. Und dann bei diesem 30-jährigen Festival. Ah, ja, stimmt. Da mache ich auch bei meiner Hip-Hop-Gruppe mit. Aber wir tanzen mit so ganz klein. Das ist richtig süß. Oh nein, ich freue mich so. Ja, dann sehen wir uns doch. Hey, ja, cool. Hey, das ist echt cool. Wie lange kannst du jetzt eigentlich im Allgemeinen schon? Schon über 10 Jahre, aber ich habe halt oft die Tanzarten gewechselt. Ja. Früher habe ich immer in Fair-Berlin getanzt und jetzt halt seit einem Jahr, glaube ich, oder fast 2, in Neuruppin. Ja, fehlt nur noch, dass du bei mir mit beim Hip-Hop mitmachst. Ja, aber ich glaube, Hip-Hop ist nicht so meins. Ich habe ja noch eigentlich viele Hobbys nebenbei. So, ich habe ja auch noch Jiu-Jitsu gemacht. Mhm, stimmt. Und es ist halt einfach zu stressig geworden mit der Zeit. Ja, das verstehe ich aber. Ich reite noch. Ja. Und für Baloo habe ich jetzt auch so viel weniger Zeit. Vor allen Dingen mit der 11. Klasse und dem Stress. Aber
Ich glaube, das wird wieder. Aber ich finde Reiten ist so cool. Ja. Das habe ich früher auch. Ich habe früher voltigiert. Ey. Twins. Also ich bin Sophie, ihr kennt mich vielleicht noch vom letzten Video. Ich laufe jetzt Richtung Gildenhall, denn da habe ich jeden Mittwoch Tennis. Ich gehe immer mit meiner Freundin Martha zum Tennis. Wir sind jetzt seit circa einem Jahr dort. Davor habe ich 5 Jahre lang gefochten. Das hat aber dann aufgehört, weil es mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Und ja, ich glaube, heute werden wir vielleicht ein bisschen Aufschläge üben, ein bisschen aber auch noch spielen. Ich glaube, es wird richtig cool. Ja, danach werde ich wahrscheinlich von meiner Mama abgeholt und dann fahre ich einfach nach Hause, weil es ist relativ spät immer und bei mir kommt leider kein Bus mehr. Darum. Also ich bin neu im Tasca und hätte jetzt theoretisch Schluss, aber ich warte noch kurz hier, weil ich dann noch Klavierunterricht habe und dann noch nicht nach Hause kann. Und genau, also ich mag es total gerne, Klavier zu spielen. Ich mache das auch schon seit 10 Jahren, glaube ich. Genau, und ich bin auch eher kreativ angelegt. Also so meine Leistungskurse sind Kunst und Englisch. Und deswegen habe ich mich auch für Pascal entschieden, weil es mir einfach sehr viel Spaß macht. Genau, also was ich überhaupt nicht mag, ist so Rechnen und Mathe und vor allem Physik. Also ich hasse Physik, das ist ganz, ganz schlimm. Deswegen habe ich es auch abgewählt. Genau, also in meiner Freizeit bin ich oft einfach zu Hause. Also ich habe jetzt nicht so todesviele Hobbys. Aber genau, also dann gucke ich meistens irgendeine Serie oder ich lese auch sehr viel. Und genau, ich freue mich auf jeden Fall, hier im Tasca zu sein. Und ja. Okay, du kommst denn Samstag? Ja, natürlich komme ich Samstag. Ich möchte euch sehen, den Tränentanz. Ich freue mich ja so darauf. Ne? Ja, das ist auch okay, die anderen Leute. Ach, scheiße, schon so spät. Muss zum Klavier. Also ich bin Anouk, über die Mara vorhin geredet habe. Ich bin die spätere hoffentlich Medizinstudentin. Und jetzt gerade ist es schon der nächste Tag. Tanzen gestern war noch sehr, sehr cool und Klavier auch. Und ich treffe mich jetzt gleich noch mit Sophie und Charlotte und wir wollen zusammen zum Tasca, zu unserer Arbeitsschicht. Ey, wie war es gestern eigentlich beim Tennis? Es war eigentlich voll cool, aber es wurde leider früher abgebrochen, weil es angefangen hat zu regnen. Ja, es war auch ganz schlimm gestern. Ja. Wie war es denn gestern bei dir noch? Ja, war eigentlich entspannt. Also ich bin auch nach Hause gegangen nach dem Klavier und ja. Wurdest du abgeholt? Ja. Ja, okay, ich wurde auch abgeholt, aber ich musste leider noch warten. Im Regen und ich bin auch ein bisschen erkältet jetzt. Ja. Aber hast du gehört, Josie soll ja auch krank sein. Ja, ich weiß, jetzt sitze ich in Bio ganz alleine. Das ist richtig doof. Oh nein. Ja, ja, das ist ärgerlich. Hoffentlich kommt die morgen oder so wieder. Ja, naja, mal schauen. Ja. Aber morgen ist ja auch weit. Ah ja, stimmt. Ja, ich freue mich so endlich auch. Ein bisschen Zeit auszuschlafen und nicht so viel Stress. Nach der sehr interessanten Vorstellungsrunde kommen wir jetzt nochmal zu einem kleinen Ausblick auf die kommende Woche. Und zwar beginnt die Woche damit, dass die 10. Klassen in ihr berufsorientiertes Praktikum starten. Und am Dienstag dann auch der erste, ich glaube, Tag, an dem die 9. an ihrer Facharbeit arbeiten können, ist. Genau, und die Woche endet dann am Freitag mit dem Kürbisfest für die 2. und 4. Klassen und natürlich stehen noch ein paar andere Sachen an, aber die könnt ihr gerne nachschauen, falls ihr interessiert seid, auf unserer Homepage. So, das war's jetzt mit der heutigen Pescado-TV-Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, Mara, ich denke, ich werde jetzt nach Hause gehen, weil ich habe heute nicht so lange schlafen können, deswegen mache ich mich jetzt schnell auf den Weg. Okay, mach das. Tschüss.